Schön, dass ihr da seid. Ich bin Gernot, habe ein 42 auf den Knöchel tätowiert und ich glaube, deswegen heißt auch die ARK42-Webseite so, nee, Spaß. Ich schreibe Bücher. Manche Kunden schicken mich manchmal zum Bücherschreiben, weil ich keinen Unsinn in Projekten mache und eigentlich mache ich Softwarearchitektur. Und ich wollte mit euch über Qualität reden und weil ich nur so wenig Zeit habe und das Thema so groß ist, mache ich jetzt direkt einen Querverweis auf, was kann halt alles schief gehen, wenn man das mit der Qualität nicht so richtig ernst nimmt. Na, da habe ich ein bisschen was so aufgeschrieben, das ist völlig persifliert und übertrieben, aber irgendwie so ähnlich habe ich das halt in Projekten erlebt. In dieser kleinen Geschichte übertreibt irgendjemand maßlos, weil dieser jemand sich eben keine Gedanken gemacht hat, was ist denn wirklich bitte Anforderung, und investiert halt unglaubliche Summen Geld für irgendwie lächerlich kleine Details. Das wollen wir nicht wirklich. Das macht bestimmt Bock, aber das wollen wir nicht. Das ist nicht gut. So, neulich beim Fachbereich. Kennt ihr alle, ne? Ihr seid beim Fachbereich, ihr sollt Software entwickeln, ja, und der Fachbereich sagt, ja, ich habe da ein Problem, ja, und ihr sollt das lösen. Also ihr seid mein Entwicklungsteam, sollt das lösen. Ich will Fotos speichern. Habt ihr alle schon auf dem Rechner. Ne? Aber stell dir mal vor, du hättest sowas nicht. Ein Fachbrecher ist auch nicht. Ne? Wir wollen das jetzt machen. Zu Fotos, da gehört irgendwie dazu, ja, wann habe ich die aufgenommen? Wo habe ich die aufgenommen? Das geben eure Smartphone-Kameras alle her. Ne? Vielleicht wollt ihr auch noch zu euren Fotos irgendwie dazu speichern. Was war das für ein Anlass? Und ihr wollt noch sowas haben wie Alben, ne, wo ihr das einsortieren könnt. Ne? Könnt ihr euch alle vorstellen, das ist alles total simpel. Und ihr sagt, ja, na, sowas wollte ich schon immer mal machen. Ne? Das ist bestimmt eine nette kleine Applikation. Ja, und dann fragt ihr natürlich, wie ihr das gelernt habt, ja, was soll das Ding denn noch so für Features haben? Und dann schreibt man irgendwie mal so, na, so low-levelig auf, ja, was soll das denn erst machen? Ich will da Fotos zufügen, ich will Alben anlegen und so eine CRUD-Anwendung halt, eben für Fotos. Ja, und dann kann man ja auch noch so ein bisschen rumspinnen und kann so eine Art Domänenmodell sich überlegen mit dem Fachbereich. Na, dann kann man so ein Eventstorming machen und kann man alles machen. Na, dann kriege ich halt raus, das ist total trivial. Und irgendwie drängt es, glaube ich, dann so die Hardcore-Entwicklerinnen und Entwickler, ne, gebt mir eine IDE, ne, ich habe jetzt das Problem verstanden, ich will es jetzt lösen. Na, dann könnt ihr die Lieblings-IDE starten, wie immer die genau heißt. Ja, ich weiß, es gibt nach 2021 gibt es schon Nachfolger. Na, dann gibt es coole Python-Bibliotheken, mit denen ich das Ganze mit den Bildern irgendwie fast geschenkt kriege. Und dann machst du so eine Bilder-Applikation eigentlich fast übers Wochenende. Im Grunde rede ich ja nicht über Bilder-Applikationen, sondern über das, was halt in deinem realen Umfeld passiert. Ne, wo dich Leute halt mit Feature-Requests bewerfen und sagen, ich brauche dieses und jene Feature. Na, und sowas programmieren macht halt Spaß. Und zu unserem Leidwesen kommt dann ab und zu mal jemand und sagt, ja, du könntest mir überlegen, ob du es überhaupt programmierst oder ob wir nicht irgendwas fertig finden. Ja, make or buy. Buy macht halt keinen Spaß, aber ist manchmal halt irgendwie wirtschaftlicher. Na, jetzt könnten wir in dem Fall sagen, man muss das nicht mal kaufen, man kriegt es halt geschenkt. Na, hier, lieber Fachbereich, das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja lieber was programmieren. Und könnt ihr euch das bis jetzt noch vorstellen? Na, also Features bauen und Make-or-Buy-Entscheidung diskutieren und vielleicht manches, na, manches Buy und anderes wieder Make. Na, also ich hoffe, da seid ihr noch ungefähr bei mir. Na, da bin ich halt eine Zeit lang beschäftigt mit Programmieren und Testen und noch was programmieren und noch was testen. Irgendwann kommt der Fachbereich und sagt, ach übrigens. Kennt ihr dieses ach übrigens? Ach übrigens ist so ein Schlüsselwort, na, in der deutschen Sprache. Es gibt so einige Schlüsselworte der deutschen Sprache. Eins davon heißt eigentlich. Also eigentlich bedeutet immer eigentlich nicht. Also kennt ihr, ne? Wenn man eigentlich sagt, dann meint man eher die Verneinung davon. Und wenn man ach übrigens hört, dann kommt danach meistens irgendwas Schlimmes. Also ach übrigens, mir ist da noch was eingefallen. Na, ach übrigens ist mir eingefallen, die Bilder sind total geheim. Du hast jetzt was programmiert. Das läuft auch, ne, für Bilder und, ne, so, du kannst Alben anlegen und die dazu und dann wieder weg und so, aber die sind jetzt halt eben strikt geheim. Ja, also musst du dir jetzt plötzlich Sachen überlegen,
an die du vorher möglicherweise überhaupt nicht gedacht hast, aber die deine simple Python-Lösung irgendwie deutlich aufblähen oder deine Make-or-Buy-Entscheidung total invalidieren, weil das, was du da ausgesucht hast, eben nicht für geheim gemacht ist, sondern nur für Bilder, die eben nicht geheim sind. Ja, du musst dich jetzt vielleicht rumschlagen mit Kryptozeug. Von Kryptozeug habe ich mal gelernt, dass man das besser anderen überlässt, ja, weil das ist wirklich schwer. Ja, mit Schlüsselmanagement, Autorisierung, Rechte, Rollen, Admin-Prozessen, das hat irgendwie gar nichts mehr mit Python-Programmieren zu tun, sondern das hat halt was mit ja, eben Security zu tun. Und wenn ich die eine Zeit lang vergessen habe und, ach übrigens, das ist übrigens geheim, ja, ich glaube, die Frage hättest du besser mal vorher gestellt. Na, damit man sich diese großen Aufgaben, die da noch drohen, und ich halte das für große Aufgaben, also größere als ein Album anlegen und da Fotos reinpacken. Na, ich glaube, wir sollten uns in der IT zum frühestmöglichen Zeitpunkt der konkreten Qualitätsanforderungen bewusst werden. Ich weiß, dass man die nicht immer vorher, also na, Monate vorher irgendwie kennt, und ich weiß, dass sich manche dieser Anforderungen auch erst ergeben. Ich weiß aber auch, wenn ich die völlig ignoriere, weil ich so im Flow bin, ne, und gerade so Python cool finde und einfach entwickle und dann gar keine Fragen mehr stelle, dann überrumpelt mich das. Und ich bin ja schon alt, ne, und mich hat sowas halt überrumpelt, jetzt nicht unbedingt nur Security, auch sowas wie Performance, ach übrigens, ne, das ist aber ein bisschen zu langsam, muss noch was schneller werden. Ne, und das ist immer freitags, an einem Wochenende, wo ich schon was vorhab. Ne, und dann ist plötzlich Stress angesagt. Na, dann stehen da böse Menschen, nein, die waren vorher nicht böse, jetzt sind sie aber böse, weil sie halt ihre Qualitätsanforderungen nicht gekriegt haben. Und ja, manchmal liegt das halt daran, dass ich vielleicht nicht rechtzeitig gefragt habe. Manchmal liegt das auch daran, dass diese Leute die implizite Annahme haben, ja, es ist doch klar, dass die Bilder geheim sind. Mir war das vorher nicht klar. Ja, also mein Urlaubsfoto aus Fuerteventura, das ist, ja, ich habe heute in der Keynote gehört, dass ich die vielleicht nicht so einfach weitergeben soll, aber ne, so zwischen Military-Grade-Security und Urlaubsbilder, da ist noch ein bisschen Unterschied. Und mir sind halt manche impliziten Qualitätsanforderungen meiner Fachbereiche nicht klar gewesen. Ja, und dieses, ihr kennt den Unterschied zwischen implizit und explizit. Ja, implizit, so in einer Gruppe von Leuten, die zusammenarbeiten, ist immer so, ja, bound for disaster, weil du hast halt implizit was anderes im Kopf als deine Kolleginnen oder Kollegen und ihr könntet euch missverstehen. Und wenn du dich mit deinem Fachbereich missverstehst, dann baust du halt ein System, das nicht den wirklichen Anforderungen deiner Fachbereiche oder eurer Auftraggeberinnen und Geber entspricht. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Risiko, ja, weil wir halt in manchen so agilen Entwicklungsprozessen halt mit Features überschwemmt werden und noch ein Feature und diese manchmal schwierigen Qualitätsthemen irgendwie so ein bisschen unten durchgehen. Und jetzt gibt es halt so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, ich möchte natürlich ein wartbares System bauen. Also ich möchte ein System bauen, wo ich in der Zukunft Änderungen möglichst einfach dazu bauen kann. Also gibst du dir Mühe und machst das halt möglichst wartbar. Na, vielleicht, also das wirst du bestimmt nicht persönlich tun, aber vielleicht baust du dann Dinge, Flexibilitäten ein, damit du schön wartbar bist, die aber niemand braucht. Schon mal jemand von euch na, übermäßig viele Abstraktionen oder von irgendwas generisch gemacht, was man gar nicht generisch brauchte? Irgendjemand? Na, das ist natürlich jetzt böse gefragt, also das ist überhaupt gar kein Vorwurf an euch persönlich, habe ich ja auch gemacht. Na, aber ja, kann man machen. Na, dann kommt man bestimmt halt was super Pflegbares und Änderbares raus. Aber vielleicht waren deine Erstellungskosten halt sehr hoch. Na, also der Aufwand, den du investiert hast, um das zu bauen, war halt vielleicht zu hoch. Na, und wenn ihr für reiche Banken arbeitet oder für ultrareiche Versicherer oder na, sonst wie, dann ist das vielleicht nicht schlimm. Na, aber ich arbeite auch für Mandanten, wo das eben, na, wo das nicht Geld so sprudelt, wie ich das gerne hätte. Na, sondern wo es das eben schon einen großen Sinn ergibt, auch mit Entwicklungskapazitäten eben Haus zu halten. Ne? Zu sagen, ja, ich will nicht übermäßig leisten. Ich habe da persönlich, hätte ich total Spaß dran, wenn es halt ultra wartbar und ultra flexibel und so ist. Aber na, manchmal ist das halt mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden und den möchte ich gerne dann investieren, wenn der benötigt wird. Genauso für andere solche Qualitätsmerkmale. Ja, und natürlich kannst du jedes System beliebig sicher bauen. Ja, mit diesen ganzen coolen, ne, Security-Features, aber das ist halt nicht immer notwendig.
Ja, und niemand von euch würde freiwillig sowas machen, wenn das nicht irgendwie gebraucht wird. So, und da bin ich der Meinung, wir sollten uns als Entwicklungsteams irgendwie sehr, sehr gründlich überlegen und sehr, sehr bewusst sein, dass so Qualitätseigenschaften wie zum Beispiel Security oder Portabilität oder Kompatibilität oder dass die großen Einfluss auf eure Architektur und Entwicklungsentscheidungen hat. Und wir sind möglicherweise viele von euch, nicht alle, aber bestimmt viele von euch, ein bisschen geprägt durch so eine Entwicklungsmethodik, die sich Domain-Driven Design nennt, wo vor ein paar Jahren mal dieser schlaue Eric Evans gesagt hat, ja, wir müssen den Fachbereich, die Domäne mehr in den Fokus stellen. Und in der Domain-Driven Design-Literatur, und ich habe wirklich sehr viel davon gelesen und ich habe sehr viel davon auch als PDF durchsucht, da taucht der Begriff Quality irgendwie entweder gar nicht oder nur in Nebensätzen auf. Und ich habe Eric Evans das selber persönlich gefragt, habe gefragt, Eric, wie siehst denn du das mit Qualität? Ja, muss man auch drauf achten. Da habe ich gesagt, ja, Eric, aber vielleicht hätte das mal so eine Seite in deinem Buch. Ja, also vielleicht macht er irgendwann eine neue Auflage und da steht auch was über Qualität drin, im Moment aber nicht. Na, dann ist so ein bisschen das Risiko, dass Leute Domain-Driven Design lernen, ja, und Context-Mapping und Entities und Aggregates und Value-Objects und dann in diesem Domain-Driven Design-Gebilde stecken. Das ist ja schon, das ist super nützlich, aber ist schon auch ein Gebilde. Und dann Qualität leider vergessen. Ah, Security, ja, da war noch was. Ja, und nee, das ist eine blöde Idee, das beliebig lang zu ignorieren. Ja, darum habe ich gedacht, ja, wenn der eine sagt Domain-Driven, dann sage ich mal Quality-Driven. Und meine Idee ist, dass man beides braucht. Ja, natürlich soll der Fachbereich dir, oder ja, die Leute, die so eine Anwendung brauchen, die sollen mit dir überlegen, was genau ist die Domäne, was sind die Features, die ich brauche, welche fachlichen Events gibt es in diesem, das ist alles total wichtig. Du sollst aber auch an Qualität denken. Ja, darum, wenn ich den Vortrag Domain and Quality Driven Super Partner genannt hätte, dann wäre das so lang gewesen, dass keiner gekommen wäre. Also nenne ich ihn jetzt Quality Driven, sage ja, das ist, halte ich für eine vernünftige Herangehensweise. So. Und dann beginnt das Problem aber, weil, ja, was ist denn Qualität? Das ist aus meiner Sicht so ein zu schlecht verstandener Begriff. Und ich habe mit einem ganz guten Freund, der ist übrigens auch InnoQ Fellow, Michael Plöth, das ist ein totaler Musikfan. Na, und mit Michael habe ich über Audio geredet. Und Michael hatte seine wahnsinnig coolen Wilkes & Bowers Kopfhörer auf. Und die sind ihm irgendwie sehr heilig und ich durfte die Probe hören. Na, das ist wirklich eine Ehre, also ich fühlte mich geehrt. Ich habe die dann Probe gehört, aber die kleine Schwierigkeit, die wir dann hatten, war, dass Michael halt Metal hört. Und zwar richtig Metal. Und ich nur so seichtes Zeug. Ja, das heißt, das, was da aus diesen geilen Kopfhörern kam, das fand ich irgendwie ziemlich schräg und schrecklich. Ja, und dann haben wir über Audioqualität gesprochen. Ja, und Audioqualität ist sowas, da kann man wirklich trefflich drüber streiten. Ja, was ist das überhaupt? Und ich habe hier von Audacity einfach mal so ein Stückchen Audio mitgebracht, also visualisierte Stückchen Audio. Und jetzt könnten wir darüber reden, ja, was bedeutet denn Audioqualität? Ich habe natürlich auch ein paar Beispiele mit. Audioqualität könnte bedeuten, du willst auf beiden Ohren gleiche Pegel haben. Ja, das ist dir irgendwie total wichtig. Und wenn du dir das jetzt anguckst, dann siehst du, unten scheint irgendwie lauter als oben. Ja, zumindest mal so in der Mitte der Musik. Ja, mein Sohn, 22, irgendjemand 22 hier, dem kann das gar nicht laut genug sein. Der hat versucht, sein Telefon zu patchen, sein Smartphone, damit es lauter geht. Na, kann man schon machen, aber danach gingen halt viele Apps nicht mehr, aber es war laut. Ja, so, und für den ist das halt wichtig, der hört auch so Rap, den man, also ich mir nicht anhören kann. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, muss unbedingt Raumklang sein. Ja, also ich brauche halt viele Lautsprecher um mich rum. Also unter 4, 7 oder so geht das halt gar nicht. Nur Stereo oder gerade Mono, das ist halt, das geht nicht. Es gibt andere Leute, die sagen, ja, ich möchte aber mein Audio sehr kompakt speichern, weil ich vielleicht nur sehr kleine Maschinen habe, auf denen ich dieses Audio bearbeiten kann, also Embedded-Geräte, wo
wo Ressourcen knapp sind, also wo CPU-Kapazität und vor allen Dingen Speicher total knapp ist. Na, und wenn man halt so Steuergeräte baut, die vielleicht so einen Beep abgeben sollen, ne, so einen kleinen Ton, na, dann kannst du nicht Vierkanal, na, Super Surround und so weiter. Das wäre, bist du anderer Meinung? Nee, ne? Na, das ist dann vielleicht eine komische Idee. So. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber Audioqualität heißt für mich, ich will genau das hören, was beim Konzert passiert ist. Na, und wenn der Gitarrist über eine Flasche gestolpert ist, dann will ich dieses Klirren der Flasche hören. Ja, weil das ist das Original. Ich persönlich brauche diese Flasche nicht. Ja, ich hätte das gerne ohne Publikumsgeräusche, ohne Stühle, Knirschen, Knarren. Aber das ist Geschmackssache. Ja, und wenn wir jetzt über Audioqualität reden, ohne dass du mir sagst, was du meinst, baue ich am Ende irgendwas. Ja, das liefert auch Audio, aber vielleicht anderes, als du dir vorgestellt hast. Und ich habe schon so oft gehört, ja, die Anwendung soll flexibel sein und zukunftssicher. Zukunftssicher. Was ist denn das? Ja, zukunftssicher im schlimmsten Falle im Bereich Lebensversicherungen heißt das, ich muss in 99 Jahren noch diese Daten lesen können. Ja, es gibt andere Bereiche, da Zukunftssicherheit mal gerade so bis Ende des Jahres gedacht. Ja, da kannst du was reininterpretieren und natürlich kannst du Systeme bauen, wo du sicherstellen kannst, dass die in 99 Jahren noch deine Daten lesen können. Na, schön Plaintext und na, keine besonders coolen Features, ne? Solange ihr mir nicht genauer erklären könnt, was ihr mir zukunftssicher meint, dann baue ich irgendwas. Mein Vorschlag, um aus diesem Dilemma so ein bisschen rauszukommen, dass ihr erstmal in der IT, in euren IT-Projekten, dieses Thema Qualität thematisiert. Also, dass ihr mit euren Fachbereichen, euren Entwicklungskolleginnen und Kollegen, euren Product-Ownern, ja, euren POs und so weiter, mal drüber redet, ah ja, außer den Features, ja, diesen funktionalen Anforderungen, wäre vielleicht so ein Thema Qualität auch noch interessant. Ich bin total, wir hatten in der Pause schon das Vergnügen, darüber zu reden. Na, ich weiß, dass ich das nicht immer am ersten Tag der Entwicklung alles genau erklärt bekommen kann. Ja, das ist mir total klar. Also ich will kein Big Upfront Design. Ich möchte aber kontinuierlich in unseren Sprint und Iterationen immer mal den Finger heben und sagen, hey, gibt es irgendwelche neuen Qualitätsanforderungen? Hast du schon was Neues gehört, was Zukunftssicherheit bedeutet? So, also erstmal explizit das Thema Qualität ansprechen. Du hast völlig recht. Das hat nichts mit Programmieren zu tun, sondern es mit Anforderungen zu tun. Aber als Entwicklerin oder Architektin oder Architekt oder so, na, ist das Thema Anforderungen für euch wichtig, weil ignorierte, vergessene, implizite Anforderungen machen halt auf lange Sicht definitiv Probleme. Ja, und hinter dem Oberbegriff Qualität verbirgt sich eine Unzahl mögliche Verfeinerungen. Ich will da nicht weiter drauf eingehen, ne, ich möchte so ein bisschen erschrecken und dann sagen, ups, na, das können ja ganz furchtbar viele Dinge sein. Und solange die Leute nur Oberschlagworte sagen, kannst du nicht wissen, was sie genau damit meinen. Und es gibt so einen ISO-Standard, den gibt es halt. Ja, den finde ich so mittelgut, zumindest mal erklärt er ein paar Begriffe ein bisschen genauer. Ja, dass wir halt uns zumindest mal einigen können, ja, na, was könnte denn sowas wie Wartbarkeitssicherheit oder Benutzerfreundlichkeit bedeuten? Ja, das könnte ich dann auch noch ein bisschen verfeinern. Also da gibt es dann auch irgendwie jede Menge, ne, Verfeinerung zu. Das ist aber eher ein Detailproblem. Wenn wir uns in einem Entwicklungsprojekt schon mal mit den Beteiligten einigen können, dass Qualität überhaupt wichtig ist, dann finden wir da auch eine Einigung, welche dieser Themen für uns relevant sind. Und dann kannst du auch fragen, ja bitte, was meinst du denn, wenn du Wiederverwendbarkeit sagst oder Zukunftssicherheit oder Kosteneffizienz oder anderes. So. Wenn wir also diese Awareness, wie das so neudeutsch heißt, ne, für dieses Thema Qualität ein bisschen haben und auch einem Entwicklungsteam mal klargemacht haben, hey, es muss nicht alles so wahnsinnig flexibel und generisch sein, es könnte auch einfach mal ganz einfach und billig sein. Wenn wir dieses Bewusstsein ein bisschen haben, dann könnten wir uns überlegen, ja, was heißt es denn genau? Na, Audioqualität, ich will Audioqualität. Dann könntest du mir sagen, ja, also ich will mindestens 44 Kilohertz, ich will mindestens Stereo,
Ja, ich will deutlich erkennbare Unterschiede rechts, links. Also ich will eine große Kanaltrennung haben, ne, dass so ein Gewäsch links ist genau das gleiche wie rechts. Ja. Mein Audio ist immer nur maximal 60 Sekunden. Ich brauche mich gar nicht darauf vorzubereiten, Audio zu speichern, was 4 Stunden lang ist. Ja, auch da könnte ich ja möglicherweise irgendwas optimieren. Und dann sagt einer, ach übrigens, ja, die Dateien müssen ganz klein sein, weil die müssen auf so ein Embedded-Gerät. Jetzt weiß ich ja erstmal, das ist jetzt konkret was zur Audioqualität. Ja, und es gibt Leute, für die ist Audioqualität halt Metal. Ja, so. Das möchte ich halt gern wissen. Um Qualität zu konkretisieren, haben schlaue Leute, nicht ich, ne, schlaue Leute Vorschläge gemacht, wie man das tun könnte. Und damit das schön handhabbar ist, haben wir gesagt, ja, mach einfach mal Sätze draus. Ja, also natürlich sprachliche Sätze, die Leute verstehen können. Und in den Sätzen versuchst du mir möglichst präzise zu sagen, was du willst. Und möglichst präzise heißt am allerliebsten testbar. Ja, so, dass ich einen Test schreiben kann, der es ausprobiert. Ja, das wäre die hohe Schule. Am zweitbesten wäre, wenn es schon nicht testbar ist, aber dann gibt mir zumindest mal so ein bisschen so eine Metrik, ne, also dass ich so ungefähr entscheiden kann, bin ich schon fertig oder noch nicht. Ne, weil wenn du nicht als Entwickler entscheiden kannst, ob du fertig bist, ja, dann optimierst du halt immer weiter. Ja, bis du dann irgendwann Aufwand verbraten hast, noch und nöcher und der Fachbereich ist dann bestimmt zufrieden, aber wundert sich, dass die Rechnung so hoch ist. So, das ist Qualität konkretisieren. Vielleicht fotografierst du jemand, der fotogener ist als ich. Okay. So, jetzt sagt ihr, ja, aber die Fachbereiche wissen das doch nicht. Ne, die können sich auch nicht entscheiden. Habe ich erlebt als ein Riesendilemma, ne, eine Bundesbehörde in Düsseldorf, die gesagt haben, ja, Benutzerzahlen, da müssen wir erst mal ein Gremium machen. Ja, das ist die Benutzerzahlen eruiert. Ja, bis die das Gremium gebildet haben, bin ich mit Programmieren fertig. Da habe ich gelernt, da gibt es so einen Begriff Educated Guess. Ja, deine begründete Vermutung, weil du den Fachbereich kennst, die Anforderung kennst, die Features kennst, ne, die Technik kennst, da kannst du begründete Vermutungen äußern, was wäre eine angemessene Qualität, ne, was wäre eine angemessene Zeit, über die wir zukunftssicher über Änderungen oder Speicherung von Daten oder sonst was reflektieren müssen, was wir halt leisten müssen. Da glaube ich, sind wir, seid ihr als Entwicklungsteam, dicke gut genug in der Lage, vernünftige Annahmen zu treffen. Und die Annahmen könntest du ja aufschreiben. Ja, könntest du ja mal sagen, so, lieber Fachbereich, ja, du hast mir nichts gesagt, aber ich habe eine begründete Vermutung, was denn ein Level von Qualität wäre, also welche Qualitätseigenschaften eine bestimmte Werte haben soll, ja. Hier habe ich für dich aufgeschrieben, kannst du dazu bitte mal Stellung nehmen. Ich habe das diverse Male gemacht. Ja, manchmal habe ich ein bisschen zu forsch, ne, zu hohe Ziele gesetzt. Manchmal sagt der Fachbereich, nee, na, das muss aber noch ein bisschen schneller sein. Okay, na, dann haben wir aber zumindest eine Grundlage, über die wir reden können. Das ist dann explizit statt implizit. Zu diesem, wie konkretisiere ich Qualität, ja, haben verschiedene Leute publiziert, also eine Menge Vorschläge gemacht. Mein Kollege Michael Plöth hat dazu, ne, ein Workshop-Format Quality Storming mal aufgeschrieben, steht im InnoQ-Blog irgendwie, ich habe vergessen, einen Link dazu zu packen, das findet ihr schon. Ne, das orientiert sich ein bisschen einer total pragmatischen Herangehensweise, ne, von Michael Keeling, der sagt, naja, schreibt doch halt einfach mal so wesentliche Themen, die für euch vielleicht im System wichtig sind, ne, schreibt die mal auf so einen Flipchart, ne, außen an den Rand. Na, und dann kannst du die Fachleute, Stakeholder irgendwie fragen, ja, was ist denn für dich überhaupt wichtig? Und dann so Zettel kleben. Na, je weiter außen, desto unwichtiger, wenn es im Zentrum steht, bisschen wichtiger. Der kriegt mal so eine grobe Priorisierung hin. Na, und manchmal kommt da halt raus, na, unten Testability, das will niemand haben. Kann sein. Ja, ich kann ja eine Annahme treffen und sagen, ist aber doch wichtig, aber na, mit Stakeholdern sowas zu erarbeiten, ist schon eine gute Sache. Oftmals kriege ich dann da irgendwie sehr, sehr viele solche Szenarien raus. Wenn ich viele habe, damit können wir gut umgehen, kann ich priorisieren. Ja, also könnte mir von dieser Vielzahl möglicher Zettel, die jemand schreibt, halt ein paar rauspicken und sagen, oh, die sind aber besonders wichtig. Ja, das könnte man machen. So, damit bin ich natürlich erst einen kleinen Schritt gegangen, weil ich habe ja die Qualität noch nicht. Ich kenne ja bis jetzt erstmal die Anforderung. Und da sage ich nochmal ganz deutlich, das, was wir da machen, ist Anforderungsanalyse nacharbeiten. In der perfekten Welt
würde sich irgendjemand um Anforderungen kümmern. Ich weiß nicht, wie gut eure Product Owner sind. Ich habe Product Owner erlebt, da hatte ich das Gefühl, die haben das erste Mal das Wort Qualität gehört. Die sind so sehr in ihren funktionalen Features versteckt gewesen. Ach ja, na Sicherheit, das war ja auch noch was. Und ja, dann müsst ihr halt als Entwicklerinnen oder Entwickler ein bisschen nachbessern. Anforderungen nachbessern. Das sorgt dafür, dass du eine bessere Grundlage zum Entwickeln hast. Und das ist keine Schande, wenn man sich mit Anforderungen beschäftigt, statt Python zu programmieren oder Haskell zu programmieren, sondern das ist eine sehr, sehr positive Eigenschaft von Entwicklungsteams, finde ich, die dann ihren POs so ein bisschen beibringen. Ach, lieber PO, schön, dass du die Features so genau beschrieben hast, aber es wäre nett, wenn du mir so ein paar Qualitätseigenschaften mitgeben würdest, die ich halt erreichen muss. Ich habe keine Hunderte kennengelernt, aber ein paar, die ich kennengelernt habe, fanden das gut, dass wir als Entwicklungsteam ihnen auch gespiegelt haben, sind die Anforderungen für uns okay oder fehlt uns da noch ein bisschen? So. Jetzt müssen wir es halt noch bauen. Und da kommt der zweite Teil von meinem Vortragstitel, nämlich das Architecture, also Quality erstmal Bewusstsein schaffen und konkretisieren. Aber wir müssen jetzt noch bauen. Wir müssen jetzt diese Qualitätsanforderungen oder Qualitätsziele auch erreichen. Und auch da brauchen wir gar nicht so sehr weit gucken. Im Grunde ist das ziemlich simpel, weil wir einfach mal im Entwicklungsteam, und zwar wieder explizit statt implizit, explizit überlegen können, was können wir tun, was uns dieser Qualitätsanforderung mal so ein Stückchen näher bringt. Manchmal ist das eine Technologieauswahl, manchmal ist das eine Implementierungsentscheidung oder wie in unserem Security-Fall einen Pentester engagieren, der unser System einfach mal Penetration testet. Das ist eine rein organisatorische Sache. Das kannst du nicht mit cooler Programmierung lösen, sondern das ist halt, da musst du die Kreditkarte haben und einen Pentester kaufen. Wenn ihr welche kennt, sagt mir Bescheid, wir suchen immer. Dazu haben sich schon Leute Gedanken gemacht, wie man das ein bisschen systematisieren kann. Ich lese wirklich gerne Fachbücher. Es gibt, glaube ich, mittlerweile sogar eine vierte Edition von diesem Buch, aber diese Software Engineering Institute Leute, die haben das, ich kriege die rote Karte gezeigt, danke, die haben das sehr systematisiert. Die haben gesagt, diese Qualitätsdinge da, die kannst du halt so ein bisschen runterbrechen, wenn du Performance steigern willst, hast du dafür mehrere Kategorien von Möglichkeiten. Und diese Ideensammlung, also ich kenne die Autoren nicht persönlich, darum mache ich gerne Werbung für ihr Buch. Also ich habe da nichts von, wenn ihr das lest oder kauft. Vieles davon kann man mittlerweile online lesen, muss auch nicht das ganze fette Buch kaufen. Aber im Team mal zu überlegen, welche Maßnahmen bringen uns denn dieser Qualitätsanforderung näher, halte ich für eine gute Sache. So wie ich überhaupt eine Teamdiskussion über Architekturentscheidungen für eine gute Sache halte, aber hier ganz konkret bezogen auf Qualitätseigenschaften. Wir haben nur wenig Zeit, darum gehe ich da jetzt nicht so sehr viel näher drauf ein. Das ist wirklich viel mit deiner persönlichen Erfahrung oder der Erfahrung von Kolleginnen und Kollegen. Da kommt ihr zu vernünftigen Ansätzen, wie ihr diesen Anforderungen näher kommt. Bis auf eine winzige Kleinigkeit, nämlich, es kann sein, dass wir mehrere Sachen machen müssen, um eine bestimmte Qualitätsanforderung zu erreichen. Security. Du kannst nicht nur cool Krypto programmieren und dann ist deine Anwendung sicher. Beim Deutschen Zoll in Köln gab es ein großes Projekt. Zoll hat auch sicherheitsrelevante Daten. Und leider hat irgendjemand unverschlüsselte Backups im Schrank liegen gehabt. Die Anwendung an sich, schon ziemlich sicher gemacht, aber organisatorisch einen offenen Schrank mit Backups, die unverschlüsselt waren, ist keine gute Idee in puncto Sicherheit. Da muss man vielleicht organisatorisch an den Schrank noch einen Schlüssel machen oder irgendwas anderes tun. So. Und dann könnte es passieren, dass euch Leute Anforderungen stellen, die miteinander offensichtlich oder nicht so offensichtlich in Konflikt stehen. Das geht halt nicht beides. Entweder ich habe Stereo mit einer hohen Sampling Rate oder Dateien, die unter 25 Kilobyte groß sind. Das geht nicht beides. Kennt ihr das? Dass zwei Leute Wünsche äußern, die nicht kompatibel sind. Wer hat zwei Kinder oder mehr? Meine Tochter, als sie ganz klein war,
hat sich 6 Ponys gewünscht, 6 Ponys. Und mein Sohn ein Trampolin. Ne, in unserem Garten, der Garten ist kleiner als hier die Bühne. Ne, also entweder Trampolin oder es sind da Zwergkaninchen geworden statt Ponys, aber das geht halt nicht beides. Ne, das sind beides für mich wichtige Stakeholder gewesen. Ne, wir haben dann versucht, Machtworte zu sprechen, das hat auch nur so bedingt funktioniert. Also die Ponys konnten wir, da konnten wir uns rauswinden, weil wir gesagt haben, boah, 6 Ponys in dem Garten, das ist Tierquälerei. Und dann hat man, nein, quälen will ich die auf jeden Fall nicht. Ne, dann war meine Tochter schon bei, naja, dann halt keine 6. Ja, und also, ne, falls eure Töchter Ponys wollen, ne, dann schlagt Zwergkaninchen vor, das funktioniert manchmal. Ja, aber diese Konflikte überhaupt mal zu erkennen, jetzt sagt er, das ist doch trivial. Ja, das fällt doch sofort auf. Ja, kann sein, kann auch nicht sein. Ja, und wenn ein Mensch im Entwicklungsteam, der vielleicht zufällig in Barcelona sitzt, ja, da oben Sampling Rate 44 Kilohertz programmiert und jemand anders, der aber hier in Dresden sitzt, auf Dateigröße optimiert, ne, und ihr dann nächsten Freitag die Sachen zusammenwerft, dann stellt ihr fest, oh, das geht nicht. Ne, da könnte man sich vielleicht auch systematisch Gedanken zu machen, und auch das ist wieder ordentlich klären von Anforderungen, mal auf eure Anforderungen gucken und überlegen, ja, passt das überhaupt zusammen? Ne, solange du nur eine Liste von Anforderungen hast, ist das ja simpel. Ne, wenn deine Anforderungen aber in 125 Features verteilt sind und niemand so den Überblick hat, dann könnte da schon mal was drin vorkommen, was total widersprüchlich ist. Ganz mies. Der Mensch mit der roten Karte ist schon frustriert, weil ich überhaupt nicht höre. Darf ich noch 2 Minuten? Ich mache einfach. Ja, ich weiß, wir werden gleich reden müssen. Das i-Tüpfelchen wäre natürlich, ihr baut euch automatisierte Tests für eure Qualitätsanforderungen. Da hat Neil Ford mit Kollegen so ein cooles Buch über Evolutionary Architectures zugeschrieben. Schon wieder ein Lesetipp ohne QR-Code, aber auch das findet ihr. Ne, so Fitness-Functions zu bauen, die euch zeigen, ja, ich bin da. Ja, ich habe meine Qualitätsanforderungen erreicht und ich kann das sogar automatisiert überprüfen. Das geht nicht in allen Fällen, es geht aber in manchen. Ja, und dann sind wir ja schon mit ein paar zumindest sehr zufrieden, wenn wir sowas machen. Also, kurz zusammengefasst, ne, erstmal macht das Thema Qualität zu einem Mainstream-Thema bei euch im Projekt, in der Projektarbeit. Sagt ganz klar, was sind unsere Qualitätsanforderungen, möglichst konkret. Ne, und dann könnt ihr, ne, im Team überlegen, wie können wir das schaffen. Ja, das ist kein Hexenwerk, das machst du parallel zu deinem Domain-Driven Design und dann wird alles gut. Falls ihr das nochmal nachlesen wollt, ich habe euch einen Link mitgebracht. Irgendwie kriegt ihr das PDF. Ja, das ist eine gute Nachricht. Bekommen wir, ja. Vielen Dank. Und sorry, dass ich deine roten Karten so lange ignoriert habe. Genau.